Der Dschungel Französisch-Guayanas. 90% der insgesamt 84.000 Quadratkilometer großen französischen Enklave in Südamerika sind von tropischem Regenwald bedeckt. Damit ist der Urwald Französisch-Guayanas das größte zusammenhängende Waldgebiet der Europäischen Union. Jedenfalls theoretisch. Politisch betrachtet gehört Französisch-Guayana zwar zu Frankreich, geografisch jedoch zu Südamerika. Für Biologen und Aquarianer ist Französisch-Guayana besonders interessant. Viele Tier- und Pflanzenarten sind endemisch, kommen also nur hier vor. Das gilt auch für verschiedene kleinbleibende Salmlerarten, die in Tümpeln und Bachläufen des Regenwaldes leben. Die Ordnung der Salmler umfasst etwa 1900 Arten. Die meisten sind Schwarmfische und ernähren sich von allem, was sie bewältigen können. Zu den bekanntesten Salmlern zählen die fleischfressenden Piranhas, die ebenfalls in Französisch-Guayana zu finden sind, und die kleinen Neonfische. Etwas weniger bekannt, aber mindestens genauso spannend, ist Copella casevenensis, ein Spritzsalmler, der bisher nur in Französisch-Guayana nachgewiesen werden konnte. Die Art lebt in sonnigen und warmen Bereichen kleinerer Fließgewässer, die meist auch bewachsen sind. Auffällig ist die in der Natur vorkommende Farbenpracht, die man im Aquarium so nicht beobachten kann. Die Art, die im Aussehen sehr stark an den Spritzsalmler Copella arnoldi erinnert, hat auch ähnliche Ansprüche wie dieser. Große, helle Aquarien mit stellenweise dichtem Pflanzenwuchs werden bevorzugt. Eine Vergesellschaftung mit Friedfischen ist möglich. Copella casevenensis erreicht eine Endgröße von 6 bis 7 cm. Zur Zucht muss der pH-Wert in leicht saure Bereiche abgesenkt werden, einhergehend mit einer geringen Carbonathärte. Die Fische benötigen breite Blätter als Laichsubstrat. Im gleichen Habitat zu finden ist Nanostomus beckfordi. Längsbandziersalmler sind für kleinere Aquarien gut geeignet, da sie wenig schwimmfreudig sind und ein eher ruhiges Verhalten zeigen. Bei der Ernährung wird Lebendfutter bevorzugt, das dem kleinen Maul angepasst sein muss. Die Art kann an handelsübliches Futter umgewöhnt werden. Die Vergesellschaftung mit anderen friedlichen Arten stellt kein Problem dar. In stehenden oder langsam fließenden Gewässern leben Hyphesobrychon takasei oder Kaffeebohnensalmler, bezeichnet nach dem typischen Fleck auf der Seite. In ruhigen Habitaten findet dieser Allesfresser ideale Verhältnisse vor. Der leicht hochrückige Salmler besitzt eine grau-rosa Grundfarbe, die sich bis zu Schwanz, After- und Bauchflosse erstreckt. Der Saum der Flossen ist cremeweiß bis hellrosa. Der namensgebende Schulterfleck ist schwarzbraun. Männchen und Weibchen lassen sich nicht auf Anhieb unterscheiden. Jedoch sind Männchen etwas kleiner, dafür aber stärker und intensiver gefärbt als die fülligeren Weibchen. Kaffeebohnensalmler sind besonders gut für Gesellschaftsbecken geeignet, da sie sehr friedlich sind. Besonders der markante Schulterfleck wirkt in großen Gruppen sehr attraktiv. Wer diese besonderen Salmler in ihrer vollen Pracht erleben möchte, sollte sie in leicht saurem, weichem Wasser halten. Dennoch sind sie tolerant gegenüber anderen Wasserverhältnissen. Auch in größeren Flussläufen mit starker Strömung haben einige kleine Salmlerarten eine Nische besetzt und nutzen den Nährstoffreichtum, der in solchen Gewässern herrscht. Ihre Hauptnahrung besteht aus dem reichlich vorhandenen Aufwuchs. Zwei Salmlerarten sind hier vorherrschend: Astyanax leopoldi und Caracidium fascidosale. Astyanax leopoldi wurde zu Ehren des belgischen Königs Leopold III. Benannt, der 1962 an einer ichthyologischen Expedition in Guayana teilgenommen hatte. In ihrer Heimat findet man diese Salmler vor allem in den ruhigen Randgebieten der Ströme, wo sie in großen Gruppen vorkommen.
Im Aussehen ähnelt der Gittersalmler den afrikanischen Salmlern der Gattung Phenacogrammus, zu denen auch der bekannte blaue Kongo-Salmler Phenacogrammus interruptus zählt. Astyanax leopoldi ist ein friedlicher, schwimmfreudiger Schwarmfisch. Die Aquarien dürfen nicht zu klein sein und eine dichte Randbepflanzung sollte den Tieren Rückzugsmöglichkeiten bieten. Die Fütterung ist unproblematisch, da die Tiere jedes angebotene Futter gerne annehmen. Beim Teilwasserwechsel ist darauf zu achten, dass der pH-Wert nicht zu sehr verändert wird. Dies kann bei den Tieren eine Art Schock auslösen, bei dem sie sich weiß verfärben und im schlimmsten Fall verenden. Characidium fascidosale, der gebänderte Bodensalmler, kommt ebenfalls in diesem strömungsreichen Habitat vor. Diese Art ist in der Aquaristik kaum bekannt. Zwar besitzen sie kein buntes Farbkleid, aber ihr Verhalten ist recht interessant. Sie sind durch die torpedoartige Form und die Flossenstellung sehr gut an strömungsreiches Wasser angepasst. Damit werden sie ohne Energieaufwand nur durch die Strömung an das Substrat gepresst, auf dem sie sich befinden. Die Haltung im Aquarium ist problemlos möglich. Über eine geglückte Nachzucht in Gefangenschaft ist allerdings noch nichts bekannt.